Diese Mission dauert viel, viel zu lange. Ich merke gerade, ich bin also wirklich schon hier Ewigkeiten unterwegs und ich glaube, dagegen muss ich jetzt langsam was unternehmen. Das heißt, wir spielen jetzt ein bisschen schneller, in der Hoffnung, dass es auch wirklich schneller geht. Wäre eine gute Idee gewesen. Machen wir es hier. Also mein Ziel ist immer noch, alle Wachen um zu töten. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Missionsziel ist, aber jetzt sind wir ja schon mal hier. Machen wir das auch. Das bedeutet, ich werde vermutlich in dieser Mission jetzt weniger murmeln, dafür einfach mehr töten. Vielleicht kommt es euch entgegen. Ich habe auch die stille Befürchtung, ich müsste eigentlich gar nicht töten. Die Waffe ist erstaunlich leise. Okay. Ich habe wirklich die stille Vermutung, ich müsste gar nicht töten, aber ich mache es jetzt einfach. Einfach, weil ich es kann. Und da der noch so viele Munition hat, bin ich dafür, dass wir hier einfach brutal morden. Ja, okay. Ziel erkannt. Ziel wird ausgeführt. Steht er immer da? Okay. Der sieht nicht hierher. Kurze Zwischenspeicherung, damit das nicht ewig dauert. So macht man das hier. Ich nehme jetzt an, der beobachtet dich. Das war zu erwarten. Kann ich den Stein so schmeißen, dass ihr beide am gleichen Punkt schaut? Ich weiß nicht, ob der obere jetzt auch hinschaut. Also wie gesagt, ich will es ein bisschen schneller machen, deshalb gibt es jetzt ganz viele Zwischenspeicherungen. Ich hoffe, ihr seid mir da wirklich nicht böse. Aber... Nein, 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 das war schon mal schlecht von der Perspektive her. Nicht die Perspektive der Schuld geben. Eigentlich war es schlecht von mir, aber ich dachte eher... Da schaut ein bisschen weiter rüber. War schon mein Fehler. Ich geb's zu, es war mein Fehler. Ja. Nicht schreiben, bitte. Nicht schreiben. Ja, es war mein Fehler. Ich geb's. Nein. Bitte. Nicht böse sein. Okay, Gibt's eine andere Möglichkeit, da hinzukommen? Ich sehe keine. Samurai leider auf dem gleichen Weg. Das heißt, ich kann jetzt nicht durchrennen. Ich hoffe, das klappt. Samurai, bitte, warum drehst du dich jetzt um? Ich wollte gerade losrennen. So, Teil 1 ist geschafft. Wie lange lässt... Wow, da lässt sich ja Ewigkeiten ablenken. Ja gut. Ist ja positiv für mich. Schaut irgendjemand hierher? Okay, du noch. Aber sonst niemand. Sag mal... Warum gibt es bei dem jetzt keine Sprungattacke? Nee, hätte ich den Blumentopf aufsparen müssen, oder wie? Das ist ja unfair. Und hier runterspringen kannst du auch nicht, oder wie? Doch. Ah! Muss ich jetzt tatsächlich hier reinzoomen, nur damit ich besser landen kann, oder wie? Nee, das war nix.
Okay, das müssen wir anders lösen. Wobei, eigentlich spielt es keine Rolle. Moment mal, du kommst nicht mehr nach oben? Na gut. Da kommt... Hä? Ich bin vermutlich noch nicht richtig im Spiel angelangt. Also natürlich, ich von der Spielerfahrung schon, meine ich jetzt. Aber ich meine jetzt, es ist ein neuer Tag. Es ist neues Glück. Und ich bin... Nee, ich kann es nicht. Na gut, dann... Ach, dann leck mich doch am Arsch. Dann machen wir es halt so. So. Ihr könnt mir alle jetzt Buckel runterrutschen. Kann ich hinter einem Haus durch? Vermutlich nicht, oder? Sobald der Samurai vorbei ist, versuchen wir es. So. Ah doch, ich kann hinter dem Haus durch. Gut. Dann bitte hierher. Dann räumen wir zuerst wieder das Dach auf. Das stört mich jetzt gerade, merke ich. So. Oh. Moment mal. Was hast denn du für ein Perfing? Nein! Ich sehe... Du warst doch auf dem Dach, du Idiot. Hey. manchmal, aber nur manchmal, hey. Hat ein Friedrichs kleine Schläge gerne. So, können wir jetzt hier lang rennen? Rennen. Rein. Schleichen. Hier rein. Schleichen. Hier lang. Rennen, ist mir egal. Runter. Nach oben. Nach oben? Was machst du? Was machst du? Was zum Geier machst du, du dummer Shinobi? Das gibt's doch gar nicht. Das war der Falsche. Ach, langsam nervt mich diese Perspektive. Also, nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass ich der dumme Kerl bin. Aber ich erwarte eigentlich von der Perspektive, dass sie mich unterstützt. Und nicht, dass sie gegen mich arbeitet. Gott. Ah, am liebsten würde ich jetzt schon komplett die Episode löschen und nochmal von vorne beginnen. Kann doch nicht sein, dass ich mehr mit der Episode kämpfe, mit der Grafik kämpfe, als mit dem Spiel. So, bist du gefälligst so schnell und kannst hier nach hinten? So, hier, du hast es ganz klar vor dir. Hier nochmal, nach oben, gut. Mach diesen blöden Knopf aus, der nervt mich. So. Jetzt. Da kommt hier hinten durch. Hier kannst du ihn töten. Der geht jetzt rein. Und kommt komischerweise hier raus. Aus irgendeinem Grund. Gehst du wohl gefälligst hier rein und kommst hier raus? So. Dann tötest du ihn. Töten! 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 Du Idiot! Ich drücke 10 Mal! Das ist schlimmer als Dark Souls! Das gibt's nicht! Ich drücke 10 Mal auf Töten! Und er macht's nicht! Du verarsch mich doch, du dummes Spiel! Der Moment, an dem man gegen das Spiel kämpfte. Ah. Okay, Moment mal. Wo genau ist der eigentlich unterwegs? Kann ich eigentlich... Das kann ich. Gut. Es gibt wieder etwas Positives zu melden. Dann hier nach oben. Hier nach oben. Hier rüber. So. Dann schalten wir den aus. Zwischenspeicherung. Weil irgendwas wird eh wieder schief laufen. Töten! Du... Also langsam... langsam kostet es mich Nerven. So, das haben wir noch nicht getötet. Da unten ist noch einer. Den töten wir jetzt einfach auch noch. Einfach weil mich das Spiel so viele Nerven kosten, werde ich mich grausam an ihm rächen.
und einfach hier alles umbringen. Ich wollte gerade sagen, kannst du hier nicht runterspringen? Ich mache heute unglaublich viele Zwischenspeicherungen, einfach weil ich wirklich jetzt mal hier vorwärts kommen möchte. Diese Mission geht wirklich schon viel zu lange. Also, die interessieren sich nicht dafür. Ach komm. Nein! Nein, in dem Moment, wo ich hinrenne, sehe ich, dass er sich umdreht. Das hat er doch eigentlich hier drüben schon gemacht. Das müsste ich doch eigentlich wissen, dass er es ungefähr das Ähnliche hier macht. Naja. Das hat man davon, wenn man sich wirklich nur noch beeilt und überhaupt nicht beobachtet. Das Spiel will er auch schon nicht mehr mitmachen, denkt sich vermutlich auch schon, hey. Ja gut, könnten ja die mal nachziehen. Da dürfte er ja eigentlich nicht runtersehen. Okay. Doch, er macht's. Was hast du für einen komischen Blickwinkel? Ja gut. Töten wir dich halt jetzt. So. Jetzt versuchen wir... Jetzt möchte ich gerne was testen. Es könnte jetzt interessant werden. Ob es wirklich klappt, ist eine andere Frage. Und zwar möchte ich gerne versuchen, ob das mit der Falle klappt. Ich muss ihn ja anscheinend einfach mal schocken. Das heißt... Wie sieht's denn aus, wenn ich's folgendermaßen mache? Ich gebe jetzt einfach allen den Befehl, ihn zu töten. Lass ihn hierher laufen. Und... Lege los. Okay. Klappt nicht. Okay. War schlecht ausgeführt oder war geht das wirklich nicht? Okay. Nächster Trick. Also Trick, es ist ja kein Trick, aber... Nächste Idee. Versuchen wir Folgendes. Ich glaube, ich weiß, wie ich die ausschalten muss. Auf Schusswaffen haben sie allergisch reagiert, also... Was spricht denn dagegen? Habt ihr nicht gesehen? Gott! Wie kann man nur so ungeschickt sein? Also Ungeduld wird in diesem Spiel natürlich knallhart bestraft. Verstehe ich auch. Würdet ihr nicht zusehen, würde ich vermutlich viel mehr zwischenspeichern und voran die Gegner Ewigkeiten. Also wirklich, ich würde den Gegnern so lange zuschauen, dass ich vermutlich die Namen ihrer Kinder schon rückwärts und vorwärts buchstabieren könnte. So, wir gehen jetzt hierher. Tu mir bitte dasselbe. So, F5, speichern. Folgendes probieren. Okay. Moment mal. Ach du Ich-Idiot. Ja. Ja. Nichts sagen. Es war... Ich dachte natürlich gedanklich, die seien tot aufgrund dessen, dass ich ja logischerweise da gerade davor aufgeräumt habe. Was jetzt verständlicherweise nicht der Fall ist, weil ich ja
versagt habe. Reden wir nicht darüber. Tun wir so, als wäre es nicht vorgefallen. Komm, sei schnell. Dann merkt das nicht. Sehr gut. Du, dir dürfte das... Nein! Nein, 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 auch das nicht. Du sollst hier runter. Wart noch ein bisschen. Er dreht sich nochmal um. Läuft den gleichen Pfad zurück. So, jetzt kannst du runter. So. Mach mir da schnell. So. Wie weit reichen die Schusswaffengeräusche? Die hören das nicht mehr. Okay. Dann versuchen wir es jetzt folgendermaßen. Ich habe keine Ahnung, was die Schusswaffe gemacht hat. Ich glaube, sie hat nur Schaden gemacht, aber nicht geschockt oder so. Dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir legen nachher eine Falle hierher. Ich weiß echt nicht, was da passiert. Zwischenspeichern. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Falle bauen. Okay. Dann machst du das. Und du machst das. Wenn es sobald er auf die Falle trampt, löse ich aus. Ich habe keine Ahnung, was die Wirkung ist. Verbesserungswürdig. Aber offensichtlich ist es so. Gut. Dann machen wir es anders. Dann leg mir bitte die Falle hierher. So, jetzt aber. Sehr schön. Samurai aus dem Weg geräumt. Die Frage ist jetzt allerdings, wie ich die zwei loswerde. Kurz überlegen. Also ich sehe jetzt momentan keine Möglichkeit, die richtig loszuwerden, weil wenn ich eine Schusswaffe brauche, dann ist vom Lärmgeräusch logischerweise beide. Ablenken kann ich sie nicht, also ich kann sie nicht rufen. Darauf reagieren sie nicht. Wir können sie ja mal anschauen, aber das geht nicht. Also ich wär erstaunt, wenn sie jetzt plötzlich mit sich machen lassen. Was ist ihm völlig egal. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Habe ich irgendwas, was ich als Waffe verwenden könnte? Nee. Stein? Nö. Grundinteresse null. Ja gut, ich nehme jetzt aber mal an, wenn ich einen von euch angreife, interessiert sich der andere schon dafür. Wir können es ja mal versuchen. Es kann logischerweise nicht funktionieren. Aber warum
Nicht testen. Testen wir mal. Der interessiert sich wirklich nicht dafür. Okay, Spiel, du verwehrst mich. Aber wir wollen da nicht reklamieren. Die Frage ist allerdings, soll ich nicht mal den Gegner wechseln? Mach du mal die Aufgabe. Schon alleine wegen Munition. So. Drei, zwei, eins. Los. Na gut. Also hinter mir lebt nichts mehr. Da ist alles tot. Kümmern wir uns um vorne. Also. Du musst nicht schleichen. Da ist nichts mehr da. Warum schleichst du? Ich gab dir eigentlich mit dem Willen zu rennen. Aha. Ich glaube, es gibt einen schlaueren Weg. Ich befürchte fast. Ich muss jetzt hier kurz beobachten, weil ich möchte wissen, wie die wohin sehen. Okay. Es müsste doch eigentlich klappen. Darfst schon unten bleiben? Einfach ein bisschen mehr in die Ecke. Oh. Warum? Hey, Moment mal. Du hast davor nicht hier rüber geschaut. Ganz eindeutig nicht. Warum machst du es jetzt? Der hat aus meiner Sicht eindeutig hier nicht rüber geschaut. Schade. Ja gut. Nicht schlimm. Nehmen wir einen anderen Weg. Experimentieren wir da gar nicht lange rum. Ich glaube nämlich... Okay. Dafür interessiert sich, glaube ich, niemand. Das war jetzt nicht ganz so gedacht. Das ist jetzt sehr dumm, was ich gerade mache. Aber das scheint zu klappen. Naja, fast. Ich wollte nicht da runterspringen. Also, ich dachte eigentlich, sie verstecken sich hier im Busch, aber sie sind runtergesprungen. Ah, dann war... Wir schaffen das. Beeilt euch. So. Zwischenspeichern. Ich töte, glaube ich, die beiden. Wenn ich einen richtigen Winkel finde. Wow, ist das gut? Ist das plötzlich gut bewacht hier, hey? Gut, speichern.
Und losrennen. Genau. In der Ruhe liegt die Kraft. Du sagst es. Ich lasse die Leichen jetzt wirklich einfach liegen. Geht schneller, ist einfacher, angenehmer. Danke. Moment, ihr habt mich nicht mehr gesehen. Die Wachen reagieren, die Roten sind ein bisschen aggressiver, also die haben mich doch nicht mehr gesehen. Hallo? Wir machen einfach alles ein bisschen schneller. Ihr wart im Busch! Habe ich schon irgendwann mal irgendwas gesagt von wegen Kameraeinstellung? Nö, habe ich glaube ich nie, oder? Ist euch noch nie aufgefallen? Nein. Das war so gut. Naja. Zum Glück noch nicht so viel passiert. Aber. So. Ihr seid beide getarnt. Nur damit wir es richtig verstehen. So. Ach komm, keine Geduld. So. Keine Geduld mehr. Ich glaube, die schauen hier rüber. Machen sie. Wer beachtet dich sonst noch? Du beachtest ihn noch, okay. So. Brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, bist du der Nächste? In dieser langen Liste von Massenmord, den ich hier betreibe. Moment mal. Ach, da hinten ist auch noch einer. Okay. Dann halt anders. Nicht, dass wir einen vergessen. Ich fände das äußerst unhöflich. Der ist auch weg. Der ist auch verschwunden. Den haben wir auch. Also, das einzige Verbrechen, das die Jungs, Männer hier gemacht haben, ist, dass sie dem falschen Herrn folgen. Gut, vielleicht sind es auch Bauern oder ähnliches, aber ich stehe hier halt für die Gerechtigkeit. Okay. Ich glaube, hier stehe ich gut. Ich hoffe es zumindest.
Nee. Nee, steh nicht gut. Gut, wissen wir das? Hinter einem Felsen bleiben? Dann lösen wir das hier aus. Okay. Schlecht gelöst. Wobei, Moment, ich bin ein Idiot. Ich merke es gerade, ich bin ja richtig dumm. Ich könnte es ja viel einfacher machen. Oh Gott, jetzt wird's knapp mit der Zeit, aber wir schaffen das. Folgendes, du machst jetzt, komm, wir schaffen das. So, das, du nimmst den, du gehst hier hinten. Nee, Mist. Doch, wir schaffen das trotzdem. Och, der blöde Felsen. Tat mich gar nicht genug. Aha. Macht nichts. Lassen Sie, glaube ich, noch eine Runde laufen und bereiten uns hier richtig vor, anstatt hier 10-mal zu laden mit etwas, das gar nicht so richtig klappt. Okay, kommt. Geht beide weg. So. Wobei, ich könnte es, glaube ich, noch einfacher haben. Nee. Kann ich nicht. Aber doch, ich sehe was. Ich glaube, das ist eine Idee. Machen wir. So. So. Melody. So. Warum denn immer so kompliziert, wenn es eigentlich so einfach gehen würde? Die beiden sind auch weg. Hey! Warum hast du dich jetzt plötzlich in die Richtung umgedreht? Ich glaube, das mache ich jetzt weniger elegant hier. Es soll nur schnell gehen. Ja, wobei. Nee, wir machen es trotzdem elegant. Oder nee, wir machen es anders. Nee. Wir machen es perfekt. Und zwar. So. Sonst schaut ja niemand hierher, oder? Außer euch beiden. Och, da läuft noch einer. Gut zu wissen. Oh, das wird interessant. Das wird interessant vom Timing her. Ich müsste eigentlich den zuerst ausschalten, damit ich sicher bin. Mal kurz überlegen. Oh je, da macht ganz gefährliche Runden. Könnte interessant werden. Ja, okay, komm. Versuchen wir es. Aufnehmen.
Nee, nicht du. Hol du ihn auch noch. Weil du kannst ja gebückt. Dann sieht's niemand. So. Sehr gut. Mhm. Ich würde sagen... Da geht er nicht noch weiter? Ich dachte gerade. Komm. Nein, der hat ewig... Ich klicke wie wahnsinnig und er macht's nicht. Es ist immer wieder enttäuschend. Lass mich raten, ich habe die anderen zwei jetzt noch nicht umgebracht. Nee, habe ich nicht. Es ist immer wieder enttäuschend. So. Zwei Wachen sind weg und plötzlich liegt ein Shuriken da. Naja. Es fällt ja nicht auf. Zwischenspeichern. Geh hin. Töte ihn. Hol ihn dir. Weg damit. So. Machen wir auf die gleiche Methode wie davor, oder? Würde ich sagen. Jo. Ah, das wird nicht funktionieren. Ich sehe gerade. Nee, das wird nicht funktionieren. Komm. Du musst die Falle hier legen. Okay, dann... nimmst du den hier? Nehmen wir zur Sicherheit den hier. Schön. Der nächste ist auch erledigt. Der Massenmord hält weiter. Die... wie soll ich sagen? Diese Episode im Griff. Das wollte ich sagen. Sonst hat sie hier nirgends Wachen. Du bist völlig exponiert. Ja gut. Dann halt. Dann entsorgen wir dich gleich hier. Du kannst die herschleichen. Du kannst die herschleichen. Jetzt sind es eigentlich nur noch zwei Wachen, oder? Also der hier plus der hier. Der achtet nicht auf den, oder? Doch, knapp. Aber es könnte gehen. Machen wir es einfach. Du bist da unten am Wasser. Na komm. So. Kannst mir hierher. Nee, das war zu früh. Jetzt kannst du. Kannst hierher.
3, 2, 1 und tschüss. Präzision. Präzision ist alles, was es braucht. Wir sind gut vorwärts gekommen, habe ich das Gefühl. In der nächsten Episode komme ich dann endlich aus diesem Gebiet raus. Aber irgendwie macht's so schnell spielen auch Spaß, muss ich sagen. Naja, wir sehen und hören uns wie immer in der nächsten Episode. Bis gleich wieder.